Deutschland irgendwo. Keine Ahnung. Wir gehen gleich mit. Halt mal deine Laterne. Wollt ihr jetzt mit oder nicht? Hey, wenn ihr das Feuer umdrehen will, warten wir die nächste ab. Mal hallo Sonja. Komm, komm, komm. Thank you.
Leise und wickelte sich in die Matte ein. Martin aber legte die andere Hälfte um sich, trieb sein Pferd an und ritt davon. In der folgenden Nacht, als Martin im tiefen Schlafe lag, sah er Christus mit seinem halben Soldatenmantel bekleidet, den er dem Armen gegeben hatte. Dann hörte Martin Jesus mit lauter Stimme zu der umstehenden Engelschar sprechen: Martin! Jesus Christus dachte dabei tatsächlich an seine eigenen Worte, die er einst gesprochen hatte. Was immer ihr einem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. So bekannte Jesus Christus, dass er in dem Armen von Martin bekleidet worden ist. Um den Wert eines so guten Werkes zu bestätigen, zeigte er sich in eben diesem Mantel. Dieses Traumgesicht verführte Martin aber keineswegs zu menschlicher Ruhmsucht. Er erkannte in seiner Tat vielmehr die Güte Gottes. Und als er 18 Jahre alt war, ließ er sich taufen. Mit 40 Jahren quittierte er den Dienst im Heer und wurde Missionar. Seit 371 wirkte er als Bischof von Tours. Papa! Der Papa ist hier hinter mir. So, nun zum Abschluss spielen die Kapellen das Martinslied, in das dann alle einstimmen können. Ja, da könnte man richtig singen. So, das war der Schluss unseres
unserer Martinsfeier. Ich darf mich bei allen noch einmal herzlich bedanken und wünsche euch und Ihnen einen schönen Sonntagabend. Dankeschön. Ja, doch, kann man fragen. Mhm. Okay.